Hey Leute und willkommen zurück zu PyQt. So, in diesem Tutorial werde ich euch zeigen, wie man einen Button erstellen kann und wie man so einen Button auch mit einem Tooltip versieht. Zunächst einmal ganz kurz, was ist ein Tooltip? Wenn ich hier drüber fahre über dieses Unnamed, dann sehen wir hier Select Run Debug Configuration, was ein Tooltip ist. Es erzählt mir sozusagen, was ich tun kann. Also es ist ein Tipp. Und zwar, wenn ich über ein gewisses Tool fahre, sprich dieses Teil hier, wo man auswählen kann, was für eine Run-Config man hat. Also es ist ein Tool-Tipp. Gut, ganz easy. Genau, und sowas wollen wir heute für einen Button erstellen. Wir wollen also erstmal einen Button haben und das wird wahrscheinlich das erste Video zu einem Button sein. Denn ihr könnt mit Buttons zwar in dem Qt-Designer hier Sachen reinziehen, aber ihr könnt sie nicht wirklich verarbeiten, weil ich hier eben keinen Code habe. Das heißt, wenn ich hier, ja, wir können hier auch den Tooltip übrigens ändern. Wir können hier irgendwas reinschreiben. Geht auch. Das heißt, ihr werdet es wahrscheinlich schon ausprobiert haben. Aber was man nicht machen kann, ist, man kann für Buttons irgendwie keine richtige Funktionalität einfügen. Okay, dazu als erstes mal, was macht man normalerweise, wenn man so eine Application schreibt? Man arbeitet objektorientiert, ich weiß, ihr hört das Wort nicht gerne, aber man macht es eigentlich immer, weil man Überblick hat. Und zwar sagen wir einfach mal hier, unser Fenster. Ne? Wir erstellen uns eine Klasse für unser Fenster und die lassen wir von QWidget erben. Okay, und wenn diese Klasse erstellt wird, dann holen wir uns den Konstruktor. Da will ich nicht hin. Konstruktor. So. Und dieser Konstruktor macht erstmal folgendes. Er ruft unseren Oberklassen, also den von QWidget, den Konstruktor auf. Wenn ihr nicht wisst, was ein Konstruktor ist, ich habe Videos dazu gemacht und ich will hier nicht nochmal alles neu erklären. Ihr wisst wahrscheinlich ohnehin, was es ist, also die meisten von euch. So, und dann sagen wir hier noch init me. Das heißt, wir haben in diesem Konstruktor, wenn ich dieses Fenster erstelle, dann wird automatisch der Oberklassenkonstruktor, also der von QWidget aufgerufen, den wir hier aufgerufen hatten, und es wird gleichzeitig noch eine Initiations- oder Initialisierungsmethode aufgerufen für unser Fenster. Ups. Und diese Initialisierungsmethode, die brauchen wir hier noch, nämlich init me. So. Und das Self wird automatisch reingepackt. Sehr nett. So, und jetzt sagen wir hier, okay, hier hätte ich gerne ein paar Sachen. Und hier kann ich eigentlich alles reinschreiben, was hier unten bisher stand. Zum Beispiel das hier. Das heißt, ich packe das hier rein und ziehe mir das dahin. Außer, dass ich jetzt halt dieses W mit Self ersetzen muss. Weil es ist ja immerhin ein Widget. Okay, so. So soll das Ganze aussehen. Und jetzt wollen wir noch vielleicht einen Button haben. Und einen Button kriegen wir, indem wir sagen, ich will einen neuen Button. Ganz easy. Also sowas wie, keine Ahnung, Button gleich Q-Push-Button. Ihr erinnert euch hier bei dem Qt-Designer. Wir haben Push-Buttons, wir haben Tool-Buttons, wir haben Radio-Buttons. Zu viele Buttons. Und deswegen müssen wir genauer sein. Wir wollen einen Push-Button haben. Den ich übrigens erstmal importieren muss. Und zwar wollen wir hier noch einen Q-Push-Button. So, okay, ein Q-Push-Button hätte ich gerne, dankeschön, und wir wollen, dass dieser Button, auf dem soll ein Text stehen, das wäre ein bisschen doof, wenn da nichts draufsteht. Was wollen wir denn haben? Naja, wir wollen drück mich drauf haben, drück mich ganz fest. Okay, und dieser Button soll auf diesem Fenster Q-Widget, also auf diesem Teil hier, soll der Button drauf liegen, das heißt, wir setzen ihn hier rein. Okay, deswegen das Self da hinten. So, und jetzt wollen wir ihn vielleicht nochmal an eine andere Stelle machen. Also sowas wie button.move. Und schauen uns das Ganze einfach mal an. 50-50. So. Okay, jetzt wollen wir uns angucken, wie dieser Button aussieht. Wahrscheinlich passt das Drück mich fest nicht mal drauf mit den 50-50. Aber wir werden uns dann nachher noch einen Tooltip basteln. Aber egal. Das hier brauchen wir nicht mehr, wir brauchen jetzt ein unser Widget soll unser Fenster sein. Das heißt, wir wollen hier einfach ein Fenster erstellen. Klammer, Klammer. Okay, und das Fenster soll natürlich angezeigt werden, aber das machen wir auch nicht hier. Wir wollen hier unten unser Fenster anzeigen, halt self.show. So, und so ist alles schon geregelt, jetzt brauchen wir hier unten dieses Fenster. Wenn wir das erstellen, brauchen wir nur diese Fenstermethode aufrufen und diese App-Sachen hier. Das heißt, das ist alles, was wir brauchen. Wenn wir mehrere davon wollen, dann können wir auch einfach schreiben, keine Ahnung, V gleich Fenster.
und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ziemlich geil und es ist echt nützlich, wenn man das Ganze objektorientiert macht. Denn hier habe ich noch die Möglichkeiten, andere Methoden aufzurufen. Es macht alles seinen Sinn. Und jetzt macht doch mal Vererbung vielleicht so ein bisschen Sinn für euch, weil ich ja von einer anderen Klasse, die ich nicht selbst geschrieben habe, erben möchte, weil ich den ganzen Kram mit dem Widget nicht nochmal selber schreiben möchte. Okay, füllen wir das aber mal aus. Dann sehen wir, wir haben hier einen Button und es passt sogar alles drauf. Dieser Button hat hier die Schrift, drücke mich fest und wenn ich drauf drücke, passiert nichts. Gar nichts. Ja, das ist halt so, wenn man einem Button keine Funktion gibt, dann macht er halt nichts. Dann kann man ihn einfach nur drücken und dann passiert halt nichts. Okay, aber zum Drücken zeige ich euch wahrscheinlich, weiß nicht, ob noch in diesem Video, aber jetzt zeige ich euch erstmal noch den Tooltip. Weil, keine Ahnung, ich finde Tooltips irgendwie sinnvoll und irgendwie nützlich und ja. Deswegen sagen wir hier, okay, wir wollen einen Tooltip. Und zwar, wo wollen wir diesen Tooltip? Wir wollen erstmal einen Tooltip. Wir wollen als allererstes mal, dass wir unseren Tooltip ein bisschen konfigurieren können. Das können wir machen mit QTooltip. Das heißt, wir sagen hier oben, wir brauchen noch QTooltip. QTooltip. Halt, Tipp schreibt man groß. So, und jetzt können wir hier drin sagen, okay, unser QTooltip. QTooltip hat eine Funktion und zwar setFont. Und diese setFont-Funktion nimmt eine Font, eine Schriftart. Und die kriegen wir mit QFont. Und QFont müssen wir nochmal extra importieren. Das finden wir unter QTGUI, also genau wie das Icon. Da brauchen wir dann eben noch QFont. So. Und hier sagen wir, okay, QFont. Und hier können wir dann sowas schreiben wie, keine Ahnung, Arial, also die Schriftart. Und die Schriftgröße, zum Beispiel 14. Und das ist jetzt das, was bei unserem Tooltip so passieren wird, wenn wir dieses Fenster erstellt haben. So, und jetzt wollen wir dieses Tooltip, wo wollen wir das überall haben? Naja, wir wollen es auf unserem Button haben. Okay, unser Button braucht ein Tooltip. Button.setTooltip. Tooltip. Achtung, die beiden T's sind immer groß geschrieben hier. Deswegen, wenn ihr da was klein schreibt, dann wird er rummeckern. Und dann sagen wir hier, this is my button. Okay, so, und Button wollen wir fett schreiben. Und ihr seht vielleicht eine kleine Parallele. Weiß nicht, ob ich zu dem Zeitpunkt schon damit angefangen habe. Wahrscheinlich nicht, aber es kommt bald, wenn nicht. Das hier sind HTML-Tags. Das heißt, ihr könnt hier mit HTML ein bisschen was machen. Und ja, ziemlich cool. Wenn wir das jetzt ausführen, dann haben wir hier immer noch bloß ein, ja, my first GUI. Und wenn ich hier drüber fahre, dann steht hier, this is my button. Okay, und ein bisschen groß ist es auch. Aber das liegt daran, dass ich hier den Tooltip auf 14 gesetzt habe. Und der Button hat, glaube ich, nur eine Schriftgröße von 12. Das heißt, der Tooltip ist an sich fetter als der Button. Aber so wird wenigstens der Most Dumbest User, Most Dumbest geht nicht, Dumbest User, ja, wird so auch auf den Button aufmerksam und weiß, was er ist. Okay, gut. Wir können natürlich auch noch den Tooltip auf unsere, ja, auf uns, auf unser Fenster setzen, indem wir sagen self.setTooltip. Aber dann haben wir überall einen Tooltip rumfahren und das ist ein bisschen bescheuert. Ja, das ist ein Fenster. Was denn auch sonst? Du Trottel. Gut, wenn ich das jetzt ausführe, dann fahre ich hier drüber und dann sehen wir hier, das ist ein Fenster. Wuhu! Ja, wer hätte es gedacht, das ist ein Fenster? Habt ihr schon wieder was Neues gelernt, wa? Naja, aber jetzt zeige ich auch, euch auch noch, was der Button so als Funktion kann. So, und damit wir das hinkriegen, brauchen wir eine Funktion, die irgendwas tut. Und deswegen ist es auch ganz toll, dass wir hier objektorientiert arbeiten. Eine Funktion, die irgendwas tut, wenn der Button gedrückt wird. Das heißt, wir sagen, okay, unser Button, Button, Punkt. So, wenn ich draufklicke, also klickt, upsala, klickt, Punkt, Connect. So, und hier sage ich dann, ich möchte eine Funktion aufrufen, nämlich self, Punkt, zum Beispiel, ja, gedrückt. Okay, so und diese Funktion wird jetzt jedes Mal aufgerufen, wenn ich auf diesen Button draufklicke und die Funktion gibt es aber noch gar nicht. Das heißt, es wird jedes Mal einen Fehler geben, deswegen schreibe ich gleich mal die Funktion. Okay, wir haben sie gedrückt genannt, gedrückt. Und was wir jetzt hier tun ist, wir wollen zum Beispiel
dass der Button irgendwas oder dass irgendwas ausgegeben wird. So, was machen wir jetzt hier? Ich würde sagen, wir arbeiten einfach mal wieder ganz schick nochmal mit Print und sagen, Button gedrückt. Was ihr dann hier später alles macht, ist dann euch überlassen. Ich zeige euch auf jeden Fall noch, was ihr hier alles machen könnt, aber jetzt mal zur Einfachheit halber, einfach nur ein Drücken des Buttons. Okay, wir drücken also auf Play. Und wenn ich jetzt hier auf Drück mich festdrücke, dann Button gedrückt. Hier unten in der Konsole. Genau. So sollte das alles auch sein. Okay, wunderbar. Und ja, was wir jetzt noch machen können, ist, wir können auch einfach sagen, wir exiten hier raus. Und damit sind wir schon bei der zweiten Möglichkeit, was der Button oder wie man dem Button eine Funktion geben kann. Nämlich nicht nur Self. Gedrückt oder halt über dieses Button.Clicked.Connect, sondern man kann auch sagen, wobei, warum eigentlich nicht? Wir lassen es hierbei. Die andere Variante zeige ich euch vielleicht wann anders. Aber im Prinzip reicht es, wenn ihr eine davon kennt. Wir sagen hier qtcore. Achso, dann sollten wir vielleicht qtcore noch importieren. Import qt. Halt, klein geschrieben. Core. Core. Jetzt aber. Okay. Qtcore. Qcore. Application. Instance. Klammer, Klammer. Und jetzt sagen wir Quit. Wir wollen hier raus. Ohne Doppelpunkt, mit einem Punkt normal. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Button drücke, dann kriegen wir erstmal einen Fehler, weil ich logischerweise hier from PyQt5 import core machen muss und nicht irgendwie was anderes. So, jetzt sollte es gehen. Und wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann sehen wir, wow, es ist weg. Das ganze Fenster ist weg. Warum? Oh mein Gott. Ja, weil wir es hier gesagt haben, bitte geh raus, wenn du hier irgendwie gedrückt hast. Okay, wunderbar. Das heißt, ihr wisst jetzt, wie man dem Button so ein paar kleine Funktionen geben kann. Ihr wisst, wie man Tooltips macht. Ihr wisst eigentlich schon relativ viel. Und das erst in dem dritten Video. Gut. Das heißt, ich zeige euch nächstes Mal, was wir noch so alles machen können. Und ja, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.